So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Video zum Thema Arma 3. Und zwar wird es alle DayZ Origins Freunde freuen. Die Org Community ist gerade dabei, einen Arma 3 Server aufzubauen. Und zwar im Stil von Origins. Hier auf der Webseite von orggaming.net werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung reinpacken. Seht ihr alles, was bisher hinzugefügt worden ist. Also ist die Map Chernaurus 2035, die erweiterte Map. Base-Building-System wird so sein oder soll so sein wie in Origins, also dass man sich quasi Shelter und irgendwas aufbauen kann und sich die dann eben upgraden kann. Es wird Mining geben, also man kann mit Pickaxe, derzeit sind zwei Minen auf der Map, wo man sich Erze und Steine abbauen kann, was ich ziemlich interessant finde, und das Ganze in Arma 3, bin ich echt gespannt. Ein Perk- und Skill-System wird es geben, wo man quasi auch uplevelt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zombie töte, kriege ich Erfahrungspunkte, oder wenn ich andere Spieler töte, eben auch. Dadurch wird dann der Charakter eben verbessert. Hier zum Beispiel schnelleres Reparieren, besseres Heilen oder selbst Erste Hilfe. Und mehr wird eben da quasi verbessert. Es wird Heli-Crashes geben mit Loot. Ein Humanity-System, was ich auch glaube in Arma 3 so noch gar nicht gesehen habe. Das heißt, wenn man eben viele Banditen tötet, wird man ein Hero. Wenn man Survivor tötet oder eben andere Heroes, wird man zum Bandit. Auch eben bekannt aus DayZ, Arma 2 Zeiten noch. Ich bin gerade überlegen, deswegen habe ich ein bisschen gestottert, ob ich das schon mal in Arma 3 so gesehen habe. Aber ich glaube noch nicht, und ich habe sogar, glaube ich, schon mal angemerkt, dass das doch gar nicht verkehrt wäre. Ein Market wird es geben. Market V2 has been completely rebuilt from the ground up just for AWP. Also die haben sich quasi die Markt, also ein Markt, Markst oder wie auch immer das hier heißt. Das heißt Buying and Selling, also Kaufen, Verkaufen und Tauschen wird hier möglich sein. Ich werde jetzt hier gar nicht zu krass darauf eingehen. Wie gesagt, die Webseite könnt ihr euch selber dann nochmal reinziehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt gehen wir mal einfach, was wir dafür brauchen, ist gar nicht viel. Ihr ladet euch den A3 Launcher runter, wenn ihr den nicht schon habt, auf a3launcher.com, hier auf Download Now, den ladet ihr euch runter, installiert ihn. Ich habe auch, werde eine Video noch in die Videobeschreibung reinpacken, wo ich erkläre, wie man dann genau den Arma 3 Launcher mit den Settings und alles einstellen muss, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten, wenn ihr das schon gemacht habt, dann ist es eigentlich relativ easy. Ihr öffnet dann den Arma 3 Launcher quasi, gebt AWG ein, wieder laden, ja, AWG, da kommen dann einige Server, und hier ist Exile Genesis Arma 2 DayZ Origins Project, Chernobyl 235 Map, 16 von 80 Spielern, um die Uhrzeit ist relativ gut, würde ich behaupten. Ich denke mal, der wird in der Primetime gut besucht sein. Dann geht ihr hinten auf Downloaden. Dann fragt euch, gut, cannot join server. Ja, wollt jetzt alles, was dafür nötig ist, installieren, und klickt dann einfach OK. Und dann lädt der euch quasi alles runter, was ihr braucht. Ich muss gerade mal gucken. Er sucht sich jetzt hier automatisch raus und lädt runter. Ich habe schon einiges runtergeladen. Hier fängt er an, Genesis. Eben die ganzen Maps. Es ist mega nice durch diesen A3 Launcher. Echt einfach geworden. Ich weiß nicht, wer noch in den Arma 2 DayZ Zeiten oder in anfangs Arma 3 Zeiten, wo man sich wirklich die Mods einzeln runterladen musste und dann eben in den Ordner aktivieren und dann auch wieder deaktivieren, wenn ihr auf einen anderen Server gegangen seid. Da ist der Arma 3 Launcher auf jeden Fall ein Segen. Und dann würde ich sagen, ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch das Video geholfen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr darauf feiert, ob ihr auch schon auf den Server wart, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hier wird mit Sicherheit auch ein Video kommen, wenn nicht sogar mehrere. Vielleicht schauen wir uns das auch in der Gruppe mal an, je nachdem, wie sich das entwickelt. Und dann sage ich, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.